Und damit sage ich herzlich willkommen zurück zu Empyreon Reforged Eden. Erstmal danke für die ganzen Tipps. Ich konnte das nicht direkt so nach den Folgen benennen, was ihr mir da geschrieben habt, weil ich ein bisschen wegen beruflicher Abwesenheit im Voraus aufgenommen habe. Und ja, jetzt geht's erstmal in Balso Delta auf den, das müsste er hier sein. Ach du, Lokchu 2. Ein kleiner Hellplanet, weil brauche ich als nächstes Drohnenteile, Drohnenteile, Drohnenteile. Und hier mit mir im Chat haben wir den Swissly Hallo zusammen. und Lucifer. Hallo. Moin. Ja, Rollenverteilung hier bei uns aktuell. Lucifer, unser großer Masterhändler. Und ja, Swissly immer noch unser Creator, unser Macher. Wie geht's euch? Gut, kann nicht klagen. Selbst. Lese ich mich an. Ja, tipptopp, hochmotiviert, voll begeistert. Sehe gerade Kamerabild ein bisschen zu dunkel, aber ey, was soll's. So, Lokchu 2. Und ich sehe ein wenig rot um mich herum. Was haben wir denn hier Lustiges? Level 2 Hitzesignaturen. Xenu, Supply Station. Vending Shipping Pallet. Ich habe ein wenig das Schiff umgebaut, weil mir so ein bisschen der Treibstoff während den Folgen ausgegangen ist. Dementsprechend haben so ein bisschen Solar auf dem Dach. Damit hält der Treibstoff doch deutlich länger, wenn man an der Sonne geparkt ist. Munition ist auch hergestellt. Ja, Lokchu 2 im Anflug. Und dann schauen wir mal, was es hier so gibt. Ein Emerald Class Destroyer, ein Alperad Class Fregatte. Egal. Erstmal rauf auf den Planeten. Darf ich Boot machen? Ja. Willst du? Bist du hinter mir? Kann sein, ja. Also, die Fregatte ist 2,5 Kilometer vom Planeten weg. Den Rest sehe ich noch nicht. Der Destroyer ist 6 Kilometer weg. Bin knapp über der Planetenoberfläche. Ich glaube, ich sollte mich nicht mit den Brüdern anlegen, oder? Mit 33.000 Schild. Wird ein bisschen schwierig. 3,75 mm Rack und 15 mm Kügelchen. Hey, da kommt ein Swissly. Solange Sie mich in Ruhe lassen, lasse ich Sie auch in Ruhe. Das ist ja aber langweilig hier. Da kannst du? Was? Sie in Ruhe lassen? Ja. Also ich könnte es nicht. Jo, du wirst gerade beschossen. Und wirst du sie zerlegen oder fliegst du durch? Du fliegst durch. Ja. Dann gehen wir mal auf den Planeten. Schönes Schiff. Danke, gleichfalls. Danke. Ja, dann. Auf ein Ui. großes Stück Land. Ja. Tschüss, Korvette. Im Rückwärtsgang. Ja, irgendwie komme ich auf den Planeten. Ich bin auch direkt an der Oberfläche. So, einmal ausrichten. Also, was haben wir denn hier? Nexus.
Crash DSE. Engine Compartment. Ich muss doch mal ganz kurz gucken. Gut. Was haben wir denn Lustiges hier? Oh, guck mal, wie süß, eine Plasmadrohne. Die hat auf mich geschossen. Jetzt ist er kaputt. So ein Zirax-Typ? Ja. So. Ich gehe mal ganz kurz... Wie warm ist denn draußen? 164. 164, das kann ich ja sogar aushalten. Steigend. Ja, ich mach mal gerade die Drone Hatch auf, um mit der Drohne da raus zu fliegen. Wieder vergessen, wo sie ist. Hier vorne, ne? Ja. So. Ich hab links daneben geparkt. Dachte ich. Jetzt verwirrt. Ah, da. Und nicht nah genug dran. Das sieht aber nicht so wirklich lecker aus, oder? Nee. Glaube ich nichts drin. Ich flieg trotzdem gerade mal mit der Drohne an. Das sieht eher schwach aus. Es ist ein Solarpanel auf dem Dach. Feuerregen. Ist das schön. Oh, wie schön. Und hier drin ist auch nichts mehr. Ein Motorradbausatz. Ich weiß nicht, den lasse ich irgendwie liegen. Den will ich nicht mehr. Niemand will die ganzen Motorräder. Liegt vielleicht daran, dass sie scheiße sind? Gut, also Drone Hatch wieder zu. Nehme ich Platz. So, wo sind wir denn? Da sind wir. Medium, DSE Back, Unknown Artifact. Irgendwas kleines, stinkendes Rotes in der Nähe. Da hinten die Hitzesignatur Richtung Westen. Okay. Vorsichtig gucken, was das ist. Weil wenn, dann sollten die ja im Rudel auftreten, oder? Ja, es gibt so 3 bis 6er Spots. Mhm. Magma Side Formation. Super. Und Magnesium für die ganze Munition dann. Ja. Großes Engine Compartment, großes Raumschiff. Also, Voidium Charts. What? Voidium Charts? Tatsächlich. Aber ich sehe hier keinen einzigen Harvester. Das ist schlecht. Wenn ich dazu mal was sagen kann, mir ist nämlich auch aufgefallen, dass auf vielen Planeten gar keine Harvester messen. Aber ein Abandoned Bunker. Wo dann? Ich weiß es selbst nicht. Ich war schon auf so viele Hellplaneten, ich habe keinen Harvester mehr gefunden. Was? Gibt's die nicht mehr? Und dann muss man eine Zitronenfraktion machen. Ich glaube nämlich, damit man eine Zitronenfraktion machen muss. Okay. Nee.
Noch Nee, im Bunker bei 160 Grad und 16 Rad. Ist, glaube ich, keine gute Idee. Also ich hätte Hitzeschutz. 30 Rad und 310 Grad. Aber ja, dann suchen wir uns was anderes. Aber ich habe nichts gelesen, dass die Harvester weggemacht wurden. Verteilen wir uns ja, mal gerade. Deswegen war ich ja so verwundert. Über den Planeten. Was ist hier jetzt? Also, keiner von euch hat Harvester gefunden. Sonst bleibt nur eins, rüber zu Lou. Mhm. Nexus, noch ein Engine Compartment. Archaeological Site. Ja. Hier gibt's ein Gold. Abandoned Mine. Jo, das sieht ja mal doof aus. Wenn ihr wisst, ob es die Dinger wirklich nicht mehr gibt, gern mal in die Kommentare. Wir suchen jetzt gerade mal weiter. Finish. Du hast es geschafft. Oh ja. Sehr schön. Ich fliege jetzt noch die Hitzesignatur an und wenn das nichts ist, was machen wir? Magma Site, ja. Und Artefakte. Ihr beraten mal, ich hole euch gleich dazu. Bis gleich. So, nachdem wir gesucht haben, haben wir festgestellt, wir haben ein Problem und müssen beendet werden. Gibt keine Drone-Dinger. Ich springe jetzt mal in Richtung einer Großwerft. Und wir werden da wohl einige Änderungen vornehmen müssen, weil so komme ich mit dem Schiff nicht weiter. Wo haben wir es denn? Wie heißt es denn? Da. Swisslys Spielwiese getauft. Wie passend. Ja. Wenn ihr euch da draußen fragt, wieso Spielwiese? Naja, ich habe gehört, da gibt es so einen Trockendock. Jetzt muss ich nur gucken, in entgegengesetzter Richtung von der Wessel. Da, wo so schön grün vor mir leuchtet. Ich mach das mal so und ich mach das mal so. Und ihr guckt mal, was wir da sehen. Das Haus hier nachtanken. Ohohoho. Guckt euch das an. Guckt euch das an, was hier rumsteht. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, wo ich gegenfliege, weil ich glaube, das ist teuer, was hier rumsteht. Ab 250 Millionen Credits. Ich drücke mal gerade Tab und sehe... Nein. Ich springe doch nicht so. Das sind hier
Grob gesagt in drei Kategorien. Schiffe, die für Spieler umgebaut wurden, Schiffe, die ich selbst gebaut habe und dann noch Schiffe, die in die Kategorie Entdecke die Möglichkeiten gehören. Okay. Also ich park mal gerade da im Dock ein, ja? Ja. Sollte ja groß genug sein. Jawohl. Passt. Bin drin. Noch ein Dann. bisschen nach vorne. Jawohl. Hinten guckt immer noch raus. Ja, jetzt ist drin. Dann schalte ich jetzt mal aus, und zwar Schilde, Geschütze, Schubsis. Und ich sage nochmal danke für den Hinweis, was meine Pflanzen angeht. Ich habe schmerzhaft gelernt, lesen ist ein Vorteil. Wie ihr seht, ist es so ziemlich alles kaputt, weil ein gewisser Herr hier noch Pentaxid mit zwischengesetzt hatte. Reden wir da bitte nicht drüber. Ist es halt alles tot. Bin ein schlechter Gärtner. Keinen grünen Daumen. Ja, dann sollte ich jetzt mal in meinen Hangar gehen, ne? Und schnapp mir mal dieses kleine Schiffchen hier. Und flieg mal raus. Gut, mit den Kleinen kommen wir da nirgends hin. Ja, ich muss mich mal ganz kurz umgucken. Also ich mache mal F6 wieder an. Was wir denn hier Schönes haben. Na, für wen könnte die Skyhawk sein, die hier steht? Rate mal. Lucifer? Uran? Schön. Nee, die ist exklusiv für Skyhawk umgebaut. Last Eclipse sieht ja auch übelst geil aus. Das ist die für Buran. Aktuell, glaube ich, eines der stärksten Schiffe hier. Okay. Aber muss viel mit manuellen Geschützen gearbeitet werden. Okay. Da würde ich dann schon verlieren. Dann haben wir die Aurora hier stehen. Ja. Das kleinste Schiff, das es mit einer Dreadnought und der Dyson Sphere mal Eingang aufnehmen kann. Das Knüppelchen hier. Jupp. Okay. Von dir Kann ich gepimpt. nur bestätigen. Die ist selbst gebaut. Selbst gebaut. Nice. Ja, die Orion Prime. Auf Wunsch von Lucifer auf die 1.7 umgerüstet. Sehr schick. Dann haben wir daneben Kormoran. Das neueste Baby ist heute fertig geworden. Es sieht so Und unscheinbar aus. hat keine sichtbaren Geschütze. Niedlich aus. Aber wenn du sagst, weiß ich, was passieren kann.
Ja, sicher. Das Ja. Schiff ist jetzt die Erfahrung von 1,5 Jahren Imperium reingeflossen. Okay. Und dann steht da drüben, neben der Skyhawk, du erinnerst dich vielleicht noch an Little Tony. Ja. Das ist sein großer Bruder. Das gleiche Modell, einfach in CV. Okay, Zerstörer der Welten, ja. Ja. Wobei, den habe ich noch nicht getestet. Aber ich denke, eine Dreadnought ist sicher auch möglich. Schick, das sieht ja geil aus. Ja. Sieht böse aus. Wenn der Gegner mal im Weg ist, fliegst du einfach mitten durch. Was denn da sonst noch Schönes? Das unten sind meine Schiffe. Es ist rund, es ist grün und es sieht auch nach mächtig gemein aus. Den Heavy Miner, den kennen wir ja auch irgendwo her. Von der letzten Staffel, wobei der sieht schon wieder etwas anders aus. Ja, musste auch optimiert werden auf die 1,7. Ja. So wie alle Schiffe. Optisch natürlich auch die absolute Pracht. Damit, womit du mir gerade entgegengekommen bist. Genau, die Gargoyle und die Sorcerer sind meine beiden aktuellen Schiffe. Der Rest, was hier steht, sind ja nur Ausstellungsmodelle. Wie zum Beispiel das überm Portal, also überm Rydock. Das ist die Kategorie Entdecke die Möglichkeiten. Das ist ein schön Bauschiff, ist für den normalen Spielbetrieb leider nicht zu gebrauchen. 1701D. Scott me up, Beamy. Mit Hangar. Aber kannst du mal in den Hangar reinfliegen? Ja. Mit Doppeltüre. Nee, kann ich nicht. Er lässt mich nicht. Wieso nicht? Hangartüre will nicht aufgehen. Kann das sein, dass unsere Bewegungsmelder wieder... Ah, jetzt. Ich habe einen zweiten Anlauf genommen. Da haben wir schon festgestellt, zu viele Schiffe kann passieren, dass... Du bist zu breiter. Ich habe gerade gar nicht geguckt, ob ich zu breit bin oder einfach nur... Doch, passt nicht rein. Bin fast drin. Ja, ich lasse mal kurz vor der Tür stehen und steige aus. Jetzt nicht hier rumbacken. So, Jetpack aus, denke ich. Hallo. Hallo, also das Schiff ist eine Mischung zwischen der Skyhawk und meiner Flying Saucer. Dann können wir eben mal schnell ganz nach oben. Genau, dann hier rein. Ja. Hier oben spinnen die Tore wieder. So. Und dann geht's hier noch weiter. Jawohl. Nach oben.
Genau, ganz nach oben. Ich habe gerade keine Kontrolle über mich gehabt. Ich bin einfach mal weitergeglitten. Ja. Schick. Also, willst du mal fliegen? Ja. Dann setze ich mich in den Passagier. Okay, ich setze mich. Geh mal auf Außensicht. Schubdüsen sind dann. Ja, aber hallo, fliegt die sich? Ja. Schick. Und wenn du jetzt mal wieder mit O ausrichtest. Moment. Ich bin ausgerichtet, ja. Mal kurz dem bleibst, einfach im Sitz bleiben. Okay. Ich muss nur eben ein bisschen weiter runter. Ich bin aber gerade von außen die Ansicht. Weil das Schiff hat eine Spezialität. Sieht gut aus. Bist du auf der Außenansicht? Ja, bin ich. Mach gerade Screenshots. Also wenn du jetzt siehst, das ist eine Enterprise. Die Spezialität genau. Der Enterprise ist... dass es ja eigentlich zwei Schiffe sind. Genau. What? What the fuck? Leute? Seht ihr das auch gerade? Was? Ich glaub das gerade nicht, oder? Moment mal, wo ist die... die Treppe, wo wir vorhin vom Lift gerade nach oben zur Treppe, das war der Übergang. Ja. Das? Das ist Millimeterarbeit zum Docken. Ach, du hör doch auf. Und da es eben zwei Schiffe sind, wäre der untere Teil nicht geschildert, weil er ist ja angedockt. Ah, okay. Ich sehe das Problem. Somit müsste man bei jeder Drohne, die kommt, das Schiff abdocken und einzeln weiterfliegen. Deshalb ist es ein Entdecke die Möglichkeiten von Empyrion Projekt. Ja, aber geil. Leute, jetzt seid ihr gefragt. Kommentare, was sagt ihr dazu? Also, mir fällt gerade nicht so wirklich viel ein, außer... What? Ach du. Schauen wegen Docken. Da hast du Füße drin, die docken. Genau, in der in der Antriebssektion. Bist du dran? Nee, es will nicht. Okay. Ich sage, das ist Millimeterarbeit. Mhm. Und hat eigentlich auch nur einen Show-Effekt. Ja, aber der ist gelungen, du. Der ist echt gelungen. Mein Worst Case. Irgendwo eine Markierung. Nee, Markierung bringt auch nicht wirklich was, ne?
Nee, das Problem ist, dass sie nur manchmal dockt, weil das alles so eng ist. Ja. Jetzt ist gedockt. Ja, ich hab's gehört. So und so geil. Also, ja, ich begeistert. Sieht echt cool aus. Entdeckt die Möglichkeiten. Ja gut, wenn wir schon bei dieser Kategorie sind. Ja. Moment, ich setze mich wieder. Wow. Ich mach nix. So. Flieg mal ein bisschen genau Richtung Sonne. Richtung Sonne, ja. Genau. Oder sollen wir das in der nächsten Aufnahme machen, weil wir haben 30 Minuten. Und das ist nur noch ein Schiffchen, Nur noch ein Schiffchen. Ich fliege Richtung Sonne. was ein bisschen abseits stehen muss. Oh Leute, guckt euch das an. Ich fliege eine Enterprise. Oh, ich glaube das nicht. Fliege ich noch? Ja. Dadurch das Gewicht schafft sie keine 100 Meter pro Sekunde. So, 92. jetzt kannst du mal pingen. Waffen sind eingefahren. Darf nicht. Sollte es gehen. Ja. Ein Warbird. Class Warbird. Oh Wie weit noch? oh. Ich sehe es 5 nicht. Kilometer. 4,9. 4,8. Ja, so ab 3 Kilometer wird es interessant. Okay, ich blende mal wieder das UI aus. Und pinge. Bin noch auf der Außenansicht. Muss ich es doch wieder anmachen? Da passiert was. Ach, du mein Heiliger. Jetzt noch ein bisschen unscheinbar, bis du näher ranfliegst. Also normalerweise würde ich mit einer Enterprise an sowas nicht so unbedingt nah ranfliegen. Um das Verhältnis zu sehen, du kannst mit der Enterprise da durchfliegen. Ich merke es gerade. Ach du Scheiße. Mama. Du mein Heiliger. Ist auf einem Server nicht baubar. Hat Größenklasse 53 und braucht 215 Quantumerweiterungen. Oh. Oh. Millionen Kohlenstoffsubstrat braucht es, die Fabrik. Plus noch einiges anderes. Hat aber dafür 26.000 Angriffswert und fast 40.000 Verteidigungswert. Und kann sich auch unsichtbar machen. Daran arbeite ich noch. Ja, es wäre möglich mit den LCD-Displays, aber das würde komplett den Server, glaube ich, crashen. Oh mein Gott. Also Leute, jetzt
Gebt mal Kommentare ab, was ihr dazu sagt, zu dem, was wir hier gerade sehen. Da fällt mir ja gar nichts mehr ein. Scheiß drauf, dass wir keine Drohnenteile gerade gefarmt haben, aber ich glaube, das sprengt gerade alles. Und das ist unser Admin-Rettungsschiff. Wenn du irgendwen irgendwo rausholen musst, wo es Zirax verseucht ist, da willst du nicht noch eine halbe, Dreiviertelstunde erst das Zeug wegräumen. Ja. Mit dem Schiff fliegst du hin und dann ist der Orbit leer. Wenn du vorne schaust, was da alles an Geschützen dran hängt. Ja. Ich sehe etwas. Ich komme mir gerade so klein vor. Boah. Ja, dann, wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt. Ich sag, danke fürs Zeigen. Und dann überlegen wir mal, was wir jetzt mit Pimp My Ship machen, ne? Und wie wir an die Ja, Teile kommen. Lucifer kommt irgendwann zurück von dieser Fraktion und hat dann sehr viel im Gepäck. Ja, Lucifer? Könntest du mich mit Drohnenteilen und so versorgen? Dich? Oder meinst du den ganzen Server? Reicht das als Antwort? Ist in Ordnung. Ich will gar nicht wissen, wie viel Drohnenteile hast du jetzt in den 40 Minuten, die wir aufgenommen haben, gefarmt? Warte, da muss ich alles zusammenlegen. 816. In Die der ich jetzt Zeit. nur in der Zeit gefarmt habe. Okay, aber du hast vorher schon ein bisschen angefangen aufzuräumen, da wegzuballern, ne? Ich habe noch ein bisschen zu Hause in der Base rumfliegen. Oh, so, ja dann. Ja, dann sage ich Dankeschön, Lucifer. Dankeschön, Zwisli. Dankeschön an euch Jederzeit. da draußen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Bye bye.